Hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim und wir sind hier noch bei den Gefährten in der Methalle und da gibt es ja noch Bücher zu lesen, die wir noch nicht gelesen haben, nämlich das nächste heißt Die Ruinen von Kemmel, ich nehme an, das heißt Dritte Ära von Rollard Nordsen. Ja, schauen wir mal rein. Der Beifall der Mitglieder der Kaiserlichen Union klang mir noch in den Ohren, als ich beschloss, unverzüglich nach Morwind zurückzukehren. Mit leisem Bedauern verabschiedete ich mich von den Fleischtöpfen der Kaiserstadt, wohlwissend, dass die Wunder, die ich aus Rallet-Makai mitgebracht hatte, nur an der Oberfläche der Kostbarkeiten in den Dwemer-Ruinen in Morwind gekratzt hatten. Ich hatte das sichere Gefühl, dass dort noch spektakulärere Schätze auf ihre Entdeckung warteten und ich konnte es kaum erwarten, endlich loszulegen. Außerdem sah ich vor meinem geistigen Auge das heilsame Beispiel des armen Bannermann, der noch immer von seiner einzigen Expedition nach Schwarzmarsch vor 20 Jahren zehrte. Ich schwor mir, dass mir so etwas nie passieren würde. Mit der Urkunde der Kaiserin in der Hand würde ich dieses Mal die volle Kooperation der kaiserlichen Behörden genießen. Nie wieder müsste ich Angst vor Angriffen abergläubischer Einheimischer haben. Aber wo sollte ich nun suchen? Die Ruinen von Kemmel, Dritte Ära, waren die augenfälligste Wahl. Im Gegensatz zu Rallet Makai ließen sie sich problemlos erreichen. Kemmel, Dritte Ära oder 3E, auch als Stadt auf den Klippen bekannt, liegt auf der Festlandseite der Fardenfellspalte und erstreckt sich über das gesamte schroffe Küstenkliff. Reisende von der Ostküste Fardenfells besuchen diese Städte oft per Schiff. Sie ist aber auch ohne übermäßige Schwierigkeiten auf den Landweg von den nahegelegenen Dörfern aus zu erreichen. Nachdem sich meine Expedition in Seidanin versammelt hatte, was in diesem nur halb zivilisierten Land natürlich nicht ohne die üblichen langwierigen Komplikationen abging, machten wir uns zu dem Dorf Marok in der Nähe der Ruinen auf, wo wir eine Gruppe von Schatzgräbern anzuheuern hofften. Mein Dolmetscher, Zuen Pfennig, ein für einen Dunkelelf ungewöhnlich leutseliger Geselle, den ich in Seidanin auf Empfehlung des Garnisonskommandanten eingestellt hatte, versicherte mir, dass die einheimischen Dorfbewohner Kemmel 3 bestens kannten, da sie diese Städte schon seit Generationen ausgeplündert hatten. Nebenbei bemerkt, machte sich 10 Pfennig, wie wir ihn zu seiner unaufhörlichen Belustigung bald nannten, unentbehrlich und ich würde ihn ohne weiteres meinen Kollegen empfehlen, die ähnliche Expeditionen in die Ödnis von Morwind planen. In Marok begannen dann die Schwierigkeiten. Der Häuptling des Dorfes, ein zurückhaltender, eleganter alter Herr, schien kooperationswillig, aber der zuständige Priester, ein Vertreter der dortigen Religion, deren Anhänger ein etwas namens das Tribunal anbetet, von denen sie behaupten, es lebe an bestimmten Orten in Morwind, war entschieden gegen unsere geplante Ausgrabung der Ruinen. Es schien, als würde er die Dörfler mit seinem Gerede von religiösen Tabus auf seine Seite ziehen, aber ich hielt ihm die Urkunde der Kaiserin unter die Nase und erwähnte beiläufig meinen Freund, den Garnisonskommandanten von Seidanin, und er beruhigte sich. Dies war zweifellos eine unter den Dörflern arrangierte Standardverhandlungstaktik, um ihren Lohn in die Höhe zu treiben. Der Priester war jedenfalls murrend abgezogen, wobei er mit Sicherheit allerlei Flüche auf die fremden Teufel herabbeschwor. Die Dörfler jedoch standen alsbald Schlange, um für die Expedition anzuheuern. Während sich mein Assistent um die banale
um die banalen Einzelheiten wie Verträge, Proviant und dergleichen kümmerte, machten Meister Arum und ich uns auf zu den Ruinen. Auf dem Landweg sind sie nur über schmale Pfade erreichbar, die sich an der Felswand hinunterwinden und wo jeder falsche Schritt bedeuten kann, dass man je links in die schäumenden Fluten an den schroffen Felsen in der Tiefe stürzt. Leute, okay, noch einmal, Felswand hinunterwinden und wo jeder falsche Schritt bedeuten kann, dass man je links in die schäumenden Fluten an den schroffen Felsen in der Tiefe stürzt. Der ursprüngliche oberirdische Zugang zur Stadt muss in ihrem nordöstlichen Teil gelegen haben, den Teil, der in grauer Vorzeit im Meer versank, als der Ausbruch des Roten Berges diesen überwältigend riesenhaften Krater schuf. Nachdem wir den trügerischen Pfad erfolgreich bewältigt hatten, fanden wir uns in einer großen Kammer wieder, die auf der einen Seite zum Himmel hin offen war und auf der anderen Seite in der Dunkelheit verschwand. Bei jedem Schritt knirschten unter unseren Stiefeln Berge von zerborstenem Metall, das hier so häufig zu finden ist wie irdene Scherben an anderen Ausgrabungsstätten. Offensichtlich hatten die Plünderer ihre Funde von tieferen Ebenen hierher gebracht, die wertvolle äußere Ummantelung der Zwergenmechanismen abgestreift und die inneren Teile liegen lassen, was natürlich einfacher war, als die kompletten Mechanismen auf das Kliff zu schleppen. Bei den Gedanken an die vielen Krieger, die, ohne sich dessen bewusst zu sein, in Tamriel mit Teilen von Zwergenmechanismen auf dem Rücken herumliefen, musste ich unwillkürlich lachen. Denn die meisten Zwergenrüstungen sind natürlich genau das, nichts als die gepanzerten Gehäuse von vorzeitlichen mechanischen Menschen. Ich war aber sofort wieder ernüchtert, als ich daran dachte, wie unendlich wertvoll ein intakter Mechanismus sein würde. Nach all den herumliegenden Teilen in dieser riesigen Kammer zu urteilen, quoll dieser Ort offensichtlich vor Zwergen Apparaturen geradezu über, oder, wie ich mich selber erinnern musste, war einst übergequollen. Schließlich hatten Plünderer diese Städte seit Jahrhunderten abgegrast. Allein die Ummantelung wäre ein kleines Vermögen wert, wenn man sie als Rüstung verkaufte. Die meisten Zwergenrüstungen bestehen aus schlecht sitzenden Teilen von verschiedenen Apparaturen, weshalb sie als sperrig und plump verrufen sind. Ein kompletter und daher gut sitzender Bausatz eines intakten Mechanismus wäre nicht mit Gold aufzuwiegen, denn dann würden alle Teile nahtlos ineinander passen und der Träger würde ihre Massigkeit kaum bemerken. Selbstverständlich hegte ich keinerlei Absichten, meine Funde wegen der Rüstung zu zerstören, ganz gleich, wie wertvoll sie auch sein mochten. Ich würde sie der Union zu wissenschaftlichen Studien zur Verfügung stellen. Ich stellte mir die erstaunten Ausrufe meiner Kollegen vor, wenn ich meine Funde bei meinem nächsten Vortrag enthüllte, und musste wieder lächeln. Ich hob ein weggeworfenes Teil von den Haufen zu meinen Füßen auf. Es glänzte noch wie nagelneu. Der Zahn der Zeit kann den Legierungen der Zwerge praktisch nichts anhaben. Ich hätte gern gewusst, welche Geheimnisse sich noch in dem Gewirr von Kammern vor mir verbargen, den Zugriffen der Plünderer trotzend nur darauf wartend, wieder im Licht zu glänzen, das sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatten. Auf mich wartend. Ich musste sie nur noch finden. Ich winkte Meister Arum ungeduldig zu, mir zu folgen, und eilte mit großen Schritten in die Dunkelheit. Meister Arum, 10 Pfennig und ich erforschten mehrere Tage lang die Ruinen, während meine Assistenten oben auf dem Kliff ein Lager errichteten und Proviant und Ausrüstung vom Dorf herbeischafften. Ich suchte eine vielversprechende Stelle, an der ich meine Ausgrabungen beginnen könnte, eine von Plünderern unberührten, zugeschütteten Durchlass oder Korridor, der mich zu unerforschten Städten in den Ruinen führen würde. Ziemlich zu Anfang fanden wir 2 solche Stellen, entdeckten aber alsbald,
dass zahlreiche gewundene Gänge die Blockierungen umgingen und den Zugang zu den dahinterliegenden Kammern freigaben. Dennoch waren auch diese äußeren, von Generationen von Plünderern ihrer Artefakte beraubten Bereiche für einen Berufsarchäologen von größtem Interesse. Hinter einer massiven bronzenen Tür, die ein Schluck auf der Erde in grauer Vorzeit von ihren Scharnieren abgesprengt hatte, entdeckten wir eine große Kammer voll mit exquisiten Wandschnitzereien, die selbst den abgebrühten Zehnpfennig beeindruckten, der behauptete, jede Zwergenruine in Morwind erforscht zu haben. Sie schienen ein altes Ritual darzustellen. An den Seitenwänden schritt eine lange Reihe von Zwergen, Stammesältesten mit ihren klassischen Bärten in einer Prozession hinab, und sie alle verneigten sich offensichtlich vor der riesigen Gestalt eines Gottes, die in die vordere Wand der Kammer gemeißelt war und gerade in einer Wolke aus Rauch oder Dampf dem Krater eines Berges entstieg. Meister Arum zufolge gibt es keine bekannten Abbildungen von religiösen Zwergenritualen, und somit war dies in der Tat ein faszinierender Fund. Eine meiner Gruppen machte sich daran, die geschnitzten Tafeln von der Wand zu hebeln, aber sie konnten nicht einmal die Oberfläche durchbrechen. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass die Kammer offenbar mit einer steinartigen, metallischen Substanz ausgekleidet war, die für unsere Werkzeuge undurchdringlich war. Ich erwog, Meister Arum zu bitten, seine Magie an den Wänden auszuprobieren, entschied mich aber dagegen, weil die Gefahr zu groß war, die Schnitzarbeiten dabei zu zerstören. So gern ich diese Schnitzereien in die Kaiserstadt mitgenommen hätte, ich musste mich damit begnügen, Abdrücke anzufertigen. Sollten die anderen Mitglieder der Gesellschaft genug Interesse zeigen, ließe sich sicherlich ein Spezialist, vielleicht ein Meisteralchemist, auftreiben, der einen Weg finden könnte, die Tafeln gefahrlos zu lösen. Am oberen Ende einer langen Wendeltreppe, die wegen des von der Decke fallenden Schutz kaum passierbar war, fand ich einen weiteren merkwürdigen Raum. Es handelte sich um eine kuppelförmige Kammer mit einem großen zerborstenen Mechanismus in der Mitte. An der Oberfläche der Kuppel waren stellenweise noch aufgemalte Sternbilder zu sehen. Meister Arum und ich waren uns einig, dass es sich um eine Art Observatorium gehandelt haben musste, und der Mechanismus war demnach das, was noch von einem Zwergenteleskop übrig war. Um es aus den Ruinen über die schmale Treppe fortzuschaffen, hätte man es komplett auseinandernehmen müssen. Sicherlich war es diesen Umstand zu verdanken, dass es der Aufmerksamkeit der Plünderer entgangen war, weshalb ich beschloss, es vorläufig dort zu lassen. Die Existenz dieses Observatoriums ließ den... Sorry, Leute. Die Existenz dieses Observatoriums ließ jedoch vermuten, dass dieser Raum einstmals oberirdisch gelegen war. Eine genauere Prüfung der Bauart offenbarte, dass es sich tatsächlich um ein Gebäude und nicht um eine freigelegte Kammer handelte. Die einzigen anderen Ausgänge aus dem Raum waren vollständig blockiert, und sorgfältige Messungen von der Spitze des Cliffs zum Eingangsraum und weiter zum Observatorium zeigten, dass wir uns immer noch gut 80 Meter unterhalb der derzeitigen Oberfläche befanden. Eine ernüchternde Erinnerung an die vergessenen Wutanfälle des Roten Berges. Dank dieser Entdeckung lenkten wir unsere Aufmerksamkeit jetzt in die Tiefe. Da wir nun ungefähr wussten, wo die alte Erdoberfläche lag, konnten wir viele der oberen blockierten Passagen ausschließen. Insbesondere zog eine breite, eindrucksvoll von geschnitzten Säulen flankierte Passage meine Aufmerksamkeit auf sich. Sie endete an einer massiven Steinlawine, aber wir konnten sehen, wo Plünderer einen Tunnel durch den Schutz zu graben begonnen, aber dann offensichtlich wieder aufgegeben hatten. Ich war überzeugt, dass wir mit Hilfe meiner Gruppe von Gräbern und Meister Arums Magie erfolgreich sein könnten, wo unsere Vorgänger gescheitert waren.
Und so ließ ich meine Dunkelelfen mit dem Räumen der Passage beginnen, erleichtert, dass die wahre Erforschung von Camel 3 endlich beginnen konnte. Bald, so hoffte ich, würden meine Stiefel Staub aufwirbeln, der seit undenklichen Zeiten unberührt geblieben war. Angesichts dieser aufregenden Aussichten trieb ich meine Gräber eventuell ein bisschen zu heftig an. Zentpfennig berichtete, dass sie wegen der langen Arbeitstage zu murren begannen und dass einige etwas von Aufhören faselten. Da mir aus Erfahrung bekannt war, dass das beste Mittel zur Motivierung dieser Dunkelelfen die Bekanntschaft mit der Peitsche war, ließ ich die Redelsführer auspeitschen und den Rest in den Ruinen festsetzen, bis sie mit der Räumung der Passage fertig waren. Ich dankte Stendach für meine weise Voraussicht, ein paar Legionäre aus Saidanin requiriert zu haben. Anfangs waren sie träge, aber das Versprechen eines zusätzlichen Tageslohns als Belohnung für den Durchbruch brachte sie alsbald dazu, sich mit Nachdruck in die Arbeit zu stürzen. Diese Maßnahmen mögen in den Ohren meiner Leser im Schoß der Zivilisation harsch klingen, aber ich versichere euch, dass es keinen anderen Weg gibt, um diese Leute bei der Stange zu halten. Die Blockade war weitaus schlimmer, als ich zunächst angenommen hatte, und am Ende dauerte es fast 2 Wochen, bis die Passage geräumt war. Die Gräber waren ebenso aufgeregt wie ich, als ihre Hacken endlich am anderen Ende des letzten Schuttrests durchbrachen und ins Leere trafen. Wir tranken gemeinsam eine Runde des lokalen Schnapses, eigentlich eine üble Brühe, um zu zeigen, dass alles vergeben und vergessen war. Ich konnte meinen Eifer kaum zügeln, während sie das Loch vergrößerten, sodass man die dahinterliegenden Kammer betreten konnte. Würde die Passage zu gänzlich neuen Ebenen der alten Stadt führen, gefüllt mit Artefakten, die die verschwundenen Zwerge hinterlassen hatten, oder sollte sie sich als Sackgasse entpuppen, eine Nebenpassage, die ins Nirgendwo führte? Meine Erregung wuchs, als ich durch das Loch schlüpfte und einen Moment lang in der Dunkelheit kauerte. Aus dem hallenden Klängen der unter meinen Füßen klirrenden Steine schloss ich, dass ich mich in einem großen Raum befand, vielleicht sogar einem sehr großen Raum. Ich stand vorsichtig auf und nahm die Kappe von meiner Laterne ab. Als das Licht die Kammer erhellte, sah ich mich voller Erstaunen um. Hier gab es Wunder, die selbst meine kühnsten Träume übertrafen. Der warme Glanz von Zwergenlegierungen war überall. Ich hatte einen unberührten Teil der alten Stadt gefunden. Mit von Erregung hämmerndem Herzen sah ich mich um. Der Raum war riesig, die Decke schwang sich in die Dunkelheit jenseits der Reichweite meiner Lampe auf. Das andere Ende verlor sich im Schatten, wo nur noch ein verführerischer Schimmer die bislang unentdeckten Schätze erahnen ließ. An jeder Wand standen im Reih und Glied mechanische Männer, intakt bis auf ein Kuriosum. Ihre Köpfe waren wie bei einem Ritual entfernt und zu ihren Füßen auf den Boden gelegt worden. Das konnte nur eines bedeuten. Ich hatte das Grab eines hohen Zwergenfürsten, vielleicht sogar eines Königs, entdeckt. Begräbnisse dieser Art waren auch vorher schon gefunden worden, das berühmteste darunter von Ransoms Expedition nach Hammerfell, aber nie zuvor war ein vollkommen intaktes Grab entdeckt worden, bis jetzt. Aber wenn es sich hier wirklich um ein königliches Begräbnis handelte, wo war das Grab? Ich schritt vorsichtig weiter. Die Reihen der kopflosen Körper standen stumm da, wie schon seit Ewigkeiten, nur ihre seelenlosen Augen schienen mich zu beobachten. Natürlich hatte ich wilde Geschichten über den Fluch der Zwerge gehört, hatte sie jedoch immer lachend als Aberglauben abgetan. Jetzt jedoch, da ich dieselbe Luft atmete wie die mysteriösen Erbauer dieser Stadt, die seit dem Katalysmus, der ihren Untergang heraufbeschwor, unberührt dagelegen hatte, verspürte ich auf einmal Angst. Ich fühlte die Präsenz einer feindseligen Macht, die mir,
mein Eindringen übel nahm. Ich hielt einen Moment inne und lauschte. Alles war ruhig und still. Bis auf, es schien, als hörte ich ein schwaches Zischen, regelmäßig wie etwas Atmendes. Ich kämpfte eine plötzliche Panikattacke nieder. Ich war unbewaffnet, denn ich hatte in meinem blinden Eifer den Raum hinter der blockierten Passage zu erkunden, keine Gedanken an mögliche Gefahren verschwendet. Mir rann der Schweiß über das Gesicht, während ich die Dunkelheit auf Bewegungen hin absuchte. Warum war es in dem Raum, wie ich plötzlich feststellte, wesentlich wärmer als im Rest des Labyrinths? Meine Erregung kehrte zurück. Hatte ich möglicherweise einen Teil der Stadt entdeckt, der auch heute noch mit einem funktionierenden Dampfwärmenetz verbunden war? An den Wänden liefen Rohre entlang, wie auch in allen anderen Teilen der Stadt. Ich ging zu einem der Rohre und berührte es. Es war heiß, beinahe unerträglich heiß. Nun sah ich, dass an manchen Stellen, wo die alten Rohrleitungen der Korrosion anheimgefallen waren, Dampf entwich, das Geräusch, das ich gehört hatte. Ich musste über meine Einfältigkeit lachen. Ich ging nun rasch zum anderen Ende des Raumes, wobei ich den Reihen der gerade noch so bedrohlich wirkenden mechanischen Soldaten fröhlich salutierte. Ich lächelte triumphierend, als das Licht die Dunkelheit der Jahrhunderte wegfegte und die riesigen Nachbildungen eines Zwergenkönigs enthüllte, der auf einem erhöhten Podium stand und mit seiner metallenen Hand sein Zepter umklammerte. Dies war in der Tat der Hauptgewinn. Ich ging langsam um das Podium herum, voller Bewunderung für die Kunstfertigkeit der altehrwürdigen Zwerge. Der goldene König ragte unter einer freitragenden Kuppel rund 6 Meter in die Höhe. Sein langer, hochgekämmter Bart stand stolz nach vorne ab und seine glänzenden metallenen Augen schienen mir zu folgen. Aber meine abergläubische Anwandlung hatte sich gelegt und ich schaute dem alten Zwergenkönig wohlwollend an. Meinen König jedenfalls sah ich ihn bereits als solchen an. Ich stieg auf das Podium, um mir die fein gemeißelte Rüstung näher anzuschauen. Plötzlich öffneten sich die Augen der Gestalt und sie holten mit einer gepanzerten Faust zu einem Schlag aus. Ich sprang zur Seite, als der goldene Arm herunterkrachte und auf den Stufen, wo ich gerade gestanden hatte, Funken schlug. Mit zischend entweichendem Dampf und surrenden Zahnrädern trat die riesige Gestalt schwerfällig unter ihrem Baldachin heraus und schritt mit furchteinflößender Geschwindigkeit auf mich zu. Ihre Augen verfolgten mich, während ich rückwärts stolpernd zu entkommen suchte. Ich suchte hinter einer Säule Deckung, als die Faust erneut heraubsauste. In dem Wirrwarr fiel mir meine Lampe herunter und nun kroch ich in die Dunkelheit jenseits des Lichtkegels in der Hoffnung, zwischen die kopflosen Mechanismen schlüpfen und so in die Sicherheit der Zugangspassage entkommen zu können. Wo war das Monstrum nur? Man sollte meinen, dass ein 6 Meter großer König kaum zu übersehen sein dürfte, aber er ließ sich nirgendwo erblicken. Die tropfende Lampe vermochte lediglich einen kleinen Teil des Raums zu erhellen. Er konnte überall in der Dunkelheit lauern. Ich kroch schneller voran. Ohne jede Warnung stoben die verschwommenen Reihen der Zwergensoldaten plötzlich vor mir auseinander, während sich der monströse Wächter drohend vor mir aufbaute. Er hatte mir den Fluchtweg abgeschnitten. Ich versuchte, den unaufhörlich herabsausenden Schlägen der mir unerbittlich folgenden Maschine rückwärts zu entkommen und geriet dabei in die entfernteste Ecke des Raums. Von hier gab es kein Entrinnen mehr. Ich stand mit dem Rücken zur Wand. Ich sah zu meinem Gegner hinauf, entschlossen, im Stehen zu sterben. Die riesigen Fäuste hoben sich für den letzten Schlag. Plötzlich erfüllte gleißendes Licht den Raum. Purpurne Energieblitze prasselten über den metallenen Rückenschild des Zwergenmonsters. Es hielt inne und drehte sich halb nach dieser neuen Bedrohung um. Meister Arum war gekommen. Ich wollte gerade einen Freudenschrei ausstoßen, als sich die riesige Gestalt wieder
mir zuwandte, unversehrt von Meister Arums Blitzstrahl entschlossen, diesen ersten Eindringling zu vernichten. Ich brüllte: Dampf, Dampf! Während der Gigant seine Faust hob und mich auf den Boden zu zerschmettern. Dann hörte ich ein Zischen, fühlte einen bitterkalten Luftschwall und sah nach oben. Das Monster war nun mit einem Eispanzer bedeckt, erstarrt in dem Moment, als es mit mich ins Jenseits befördern wollte. Meister Arum hatte verstanden, ich lehnte mich erleichtert gegen die Wand. Da knirschte das Eis über mir. Der riesige goldene König stand vor mir und der Eispanzer fiel von ihm ab. Sein Kopf drehte sich triumphierend zu mir hin. War diese Zwergenmonstrosität durch nichts zu stoppen? Aber dann schwand das Licht aus seinen Augen und seine Arme fielen schlaff herab. Der magische Frost hatte funktioniert und seine dampfgetriebene Energie erkalten lassen. Während Meister Arum und die Gräber sich um mich scharten, um mich zu meinem knappen Entkommen beglückwünschten, fingen meine Gedanken an zu wandern. Ich stellte mir meine Rückkehr in die Kaiserstadt vor und ich wusste, dass dies mein bislang größter Triumph sein würde. Wie könnte ich diese Entdeckung überhaupt noch übertreffen? Vielleicht war es an der Zeit, mich an anderen Dingen zuzuwenden. Die Wiederentdeckung des legendären Auges von Argonien, das wäre ein echter Coup. Ich lächelte innerlich, in der Glorie des Augenblicks schwelgend, plante aber bereits mein nächstes Abenteuer. Gut so, Leute. Eine Story aus der Zwergenstadt, Leute. Kommt ja gut, war echt eine tolle Story. Und auch ziemlich lang, finde ich. Ja, Seite 1 zu finden, ist anscheinend auch schon schwer. Na, war das wirklich so lang? Okay. Na, komm her. Leute, das war euer Toso für Let's Read Skyrim und der Titel des Buches Die Ruine von Camel 3e von Rollard Nordsen. Also Rollard, du bist dem Leben entkommen, dem Tod entkommen und hast noch die Möglichkeit, viele andere Dinge zu entdecken. Ich wünsche euch viel Spaß noch, ihr Lieben. Einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.